Ich habe Kuchen erhalten. Sammelt Kuchen von den Kreaturen im Landquarium und verfüttert diese an den Vielfraßparasiten. Okay. Dann machen wir das. Ach, Connor hat keine Energie mehr. Töten wir erst den hier, würde ich sagen. Hoffen, dass der Elite nicht dazukommt. Warten dann, bis der Elite wieder zurückkommt. Töten dann den Elite. Und schauen wir, was wir hier sonst noch an Quests finden. Ich weiß schon wieder gar nicht mehr, wann ich angefangen habe zu spielen. Aber ich kann jetzt wieder den Sound runterdrehen, weil mich nervt das ehrlich gesagt, wenn er die ganze Zeit macht. Auch wenn er ein Hungerdämon ist, ist es mir egal. Irgendwelche Texte mit anhören? Ist in Ordnung. Aber, so nicht. Habe ich jetzt eigentlich einen oder zwei Vielfraßkuchen? Einen, ne? Ich weiß nicht. Oh, Pet! Pet! Mach ich schon heile. Ich meine, eigentlich habe ich gerade aus der Rückhand gezaubert, aber... Ich spiele ja zum Beispiel lieber Rückhand beim Tischtennis als Vorderhand. Ich weiß nicht, irgendwie haben all meine Freunde lieber Vorderhand gespielt. Ich konnte mit Vorderhand nie was anfangen. Ich habe immer Rückhand gespielt. Ihr habt einen Hungerdämon im Landquarium besiegt. Ist ja toll. Und, ich weiß nicht, wann das war. Ich glaube, in der zweiten oder dritten Klasse oder so. War ich im Tischtennisverein. Hab eine ganz tolle Kelle bekommen. Die nutze ich heute noch. Und, ich habe mich immer gewundert, warum die Kellen von meinen Freunden immer so aussahen, als wären sie schon 500 Jahre alt. Meine ist, da ist nie irgendwie auch nur so ein bisschen von der Haut abgegangen. Ich nenne das jetzt einfach Haut, also von diesem Bezug. Ich mag den auch ehrlich gesagt lieber glatt als mit diesen Noppen dran. Das mit den Noppen mochte ich nie so richtig. Habe ich nie so ganz verstanden, warum das so ist. Also warum Leute ihre Sachen so ganz schlecht behandeln. Pet, greift die bitte an, während ich die Quest annehme. Danke. Heu Auserwählte. Warum existiere ich? Nur um von Kreaturen, die sich um mein Wohlergehen nicht kümmern, verzehrt zu werden? Was hat dies wohl zu bedeuten? Bin ich nur? Oder bin ich am Werden? Was? Meine Existenz muss mehr als nur das bedeuten. Könnt ihr mir helfen, einen anderen Grund für mein Dasein zu finden? Was zur Hölle? Natürlich machen wir das, selbstverständlich. Nee, jedenfalls habe ich noch immer noch die gleiche Kelle und diese Kelle wurde mir früher von meinem Trainer so ein bisschen angesägt. Ah, jetzt ist ein Korb voller Möhren. Und damit geht es ihm jetzt besser. Das ist ja strange.
Hä? Achso, von denen kann ich die nur sammeln. Oh, ein Elite, der da rumrennt. Bringen wir zwar nicht so viel, aber... Was soll's. Nee, und wobei aber manche Leute echt merkwürdig. Also, ich habe dann auch später in der Grundschule noch Tischtennis gespielt, in Pausen. Und gerade Kerle haben mit ihren Kellen, also der eine, der hat 2 Jahre gebraucht, um seine Kelle so kaputt zu wirtschaften. Das war jenseits von Gut und Böse. Also der hat die immer wieder auf dem Fußboden, egal ob das Beton, irgendwelche Steinplatten oder halt wie nennt man das? Naturboden, weil Rasen war da nicht mehr. Also Erde, war scheißegal, der hat es immer auf den Fußboden geworfen. Und zwar immer mit der Kante voraus. Was sehr merkwürdig war. Aber okay, und er hat es geschafft, in 2 Jahren die Kelle komplett zu zerschießen. Der hat zum Schluss nur noch mit so einem ganz, ganz dünnen Stückchen Holz gespielt. Und, der hat sich aber auch keine neue gekauft. Entweder wollte er dafür kein Geld ausgeben oder er mochte sein Stückchen Holz. Ich weiß es nicht. Aber es hat 2 Jahre überlebt. Ich verstehe nicht, wie. Und ich verstehe, wie gesagt, auch nicht, wie, warum man so mit seinen Sachen umgeht. Ich meine, naja, vielleicht ist das typisch männlich. Keine Ahnung. Wobei, weiß ich nicht, ich hatte irgendwie schon ziemlich viele Flausen im Kopf, als ich jung war. Ich erinnere mich daran, dass eine Freundin sich in einen aus unserer Klasse verliebt hatte. Zufällig genau den mit der Tischtenniskelle. Und sein Geburtstag oder so stand an. Ich weiß es nicht. Irgendwas war halt. Und wir brauchten noch ein Geschenk. Und dann haben wir uns... Dann haben wir ein Kochbuch gebastelt. Ich bin mir nicht sicher. Irgendeine Zutat war halt Hauptthema. Ich glaube, es waren Smarties. Ich bin mir nicht sicher. Aber irgendwas genauso Behindertes. Und dann haben wir uns allen möglichen Scheiß ausgedacht. Smarty-Soufflé Smarty. Ich glaube nicht, dass es Smarties waren, aber es war sowas ähnliches. Auch irgendwas Süßes. Tic-Tac! Genau, es waren Tic-Tacs. Ja, es waren Tic-Tacs. Was weiß ich? Tic-Tac-Soufflé und Tic-Tac-Auflauf und Tic-Tac-Schmorbraten. Ich habe keine Ahnung. Wir haben halt allen möglichen Scheiß. Es war echt eklig, wenn man so drüber nachgedacht hat. Aber es war so lustig. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, sowas zu machen. Das ist mir wirklich schleierhaft. Eigentlich wollte ich gucken, wie viele von den Kuchen. Ich habe 4. Greif den da mal an. Ich meine, wer kommt denn bitte auf die Idee, ein Tic-Tac-Kochbuch zu machen? Es ist bald smart, dies wäre ja doch irgendwo gegangen. Dann kann man wenigstens noch Eis und Kuchen und so Scheiß machen. Ich glaube, wir hatten sogar eine Fortsetzung geplant. Und wollten wir ihn dazu überreden, dass er auch noch...
dass er auch das kocht aus dem Kochbuch. Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube schon. Oder er hat uns damit gedroht, dass wir das dann essen müssen. Oder ich weiß es nicht mehr. Himmel, wie bin ich nur auf so einen Stuss gekommen? Naja. Aber irgendwie ist gerade so Blödsinn so besonders unterhaltsam, finde ich. Also, ich muss dazu sagen, ich backe ja sehr gerne. Normale Sachen, nicht irgendwelche Tic-Tac-Kuchen. Und da freue ich mich dann auch. Ich habe zum Beispiel zu Weihnachten Kekse gebacken. Und meinen Chefs jeweils eine Tüte hingestellt. Und der eine meinte dann so, meinte so zu mir, ob ich die gekauft hätte. Was ich irgendwie voll cool fand, weil natürlich habe ich sie nicht gekauft, aber das ist schon so ein Kompliment, wenn jemand meint, dass sie auch gekauft hätten sein können. Fand ich schon schön. Also, es kann sein, dass er es nur so gesagt hat, das weiß ich nicht, aber eigentlich... Ich weiß nicht, ich habe mich sehr gefreut. Es ist halt... Ja, sie sind bezwungen. Auslöschung des Hungers. Was wollte ich sagen? Ich hab's vergessen. Mal wieder. Das gibt einem irgendwie ein schönes Gefühl. Das hatte ich auch bei der Hochzeit meiner Schwester. Da war ich schon sauer, weil ich hatte mich voll gefreut, dass meine Schwester... also dazu muss man sagen, mein Vater hat neu geheiratet und ich habe jetzt meine Stiefschwester, die ich eigentlich mag. Also so ist es nicht. Sie ist eigentlich eine ganz nette und total... Und alles ist gut zwischen uns. Aber meine Familie behandelt sie halt anders. Wesentlich netter. Und ich bin nicht verschlossen genug, um zu sagen, dass ich schon eifersüchtig bin. Und zum Beispiel waren wir bei meinen Großeltern und sie wurde gefragt, ob sie nicht eine Torte backen kann. Und sie wurde gefragt, ob das und das und ob sie nicht helfen kann beim Backen und und. Also das waren mehrere Backsessions. Ja, also nicht nur, dass sie einmal gefragt wurde, sie wurde mehrfach und ich gar nicht. Und das hat mich schon ziemlich mitgenommen. Auch als ich gefragt habe, ob ich auch mitmachen könnte, wurde abgelehnt, weil ja nicht so viel Platz in der Küche ist. Und das hat mich schon ziemlich frustriert. Und dann hat meine Schwester geheiratet und sie hat mich gefragt, ob ich nicht Cupcakes machen kann. Und ich hatte mich halt gefreut, dass sie extra mich gefragt hat und hat mich halt vorbereitet und so. Und sie dann so, naja, sie möchte doch Torte. Okay, also habe ich sie gefragt, was für Torte sie möchte, wie viele Torten sie möchte. Und habe dann halt zwei Rotkäppchen-Torten gemacht, die ich sehr mag. Die auch relativ, also die sind relativ anstrengend zu machen, weil die 3 Tage brauchen. Du hast halt einen Tag für den Boden. Der muss dann auskühlen, dann machst du Quark drauf, dann muss der Quark einen Tag lang, also einen halben Tag lang im Kühlschrank verwahren.